Hallo, liebe HSV-Fans. Ich bin heute auf einem anderen Ort. Das heißt, wir sind mal da, wo die U23 und die U19 spielt, in der Hagenbeckstraße. Ich habe heute die Chance, um unser Nachwuchstorwart aus dem Zillertal euch mal bekannt zu machen. Johannes Kreindl. Und ich würde Ihnen ganz gerne mal was fragen. Hallo, ja. Johannes. Hi. Wie fühlst du dich wohl hier bei uns? Super, ich habe mich super eingelebt eigentlich. Bin jetzt in der Wohnung und die Mannschaften, also ich bin ja im Wechsel zwischen Profis U23 und U19 und die haben mir eigentlich alle super aufgenommen und bin sehr glücklich hier. Ja, und wie empfindest du das? Hast du hier ein Weiterkommen? Merkst du das, dass du... Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich eben viel mit den Profis trainiere. Also ich war die ganze Vorbereitung eigentlich dabei und da kann man sich natürlich viel abschauen vom René Adler, Troppner, wie sie alle heißen und so. Okay, wunderbar. Und das Gefühl selber, dass du jetzt von zu Hause weg bist, hast du da Probleme mit oder hast du dich in Hamburg hier gut eingelebt? Nein, ich habe mich gut eingelebt eigentlich und ich telefoniere mit meiner Familie und mit meinen Freunden eigentlich regelmäßig. Wir sehen uns auch über Skype und so, also ja. Das ist kein so Problem. Und der Club, unser HSV, gefällt dir? Ja, gefällt mir gut. Also überhaupt die Fans. Ja, gut, danke. Ja, also dann viel Glück, bleib gesund. Ja, und danke. Auch für deine Eltern und deine Freunde alles Gute. Danke. Nochmals wunderbar. Danke. Ich war heute bei der U19 zum Zugucken, Fans, und möchte euch ganz kurz berichtigen, dass die U19 2:1 gegen Wolfsburg gewonnen hat und unser Torwart, der U23-Nationalspieler aus Österreich, Johannes Kreindl, sehr gut gehalten hat und im Ganzen die Mannschaft auch gut gespielt hat. Jetzt zum gestrigen Spiel wollte ich ganz gerne mal ein paar Worte sagen. Es war wirklich ein Spiel, was wir ja vorausgesagt hatten, nach dem Schema, wie der neue Zinnbauer das Training leitet. Das Spiel war auf seine Spielweise abgestimmt und das Ergebnis war ja für uns auch wirklich gut, denn mit einem 0:0, da können wir alle mit leben. Die Mannschaft, da hat fast keiner versagt. Und sie haben alle das Beste gegeben. Und Heiko Westermann, das hat man mal gesehen, wie wertvoll er in unsere Mannschaft auch ist. Und den einzigen Lapskuss, den wir im Spiel hatten, das hatte Turu, wie er den einen Ball da kurz vor Schluss verhabbelte, statt ihn gleich wegzuschlagen. Und was mir aufgefallen ist, ist unser Mittelstürmer Lasogga. Er ist einfach noch nicht fit. Und nach meiner Ansicht hätte er schon eher rausgemusst. Nicht, weil ich ihm das nicht gönne, sondern eben von der Leistung her. Und das geht aber nicht gegen ihn selber. Das ist einfach, er ist nicht fit und er möchte gerne alles geben für den HSV. Und deswegen möchte ich das nochmal anerkennen von ihm, dass er sich immer zur Verfügung stellt. Ja, ich bin ganz optimistisch zum Mittwochspiel gegen Gladbach, dass unsere Mannschaft da bestehen kann. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeläuft und wir demnächst viel mehr Freude von unserer Mannschaft haben. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Das ist mein Club und immer nur der HSV. Tschüss.